Hallo, ich bin Raslan. Hier sind die Infos zu regionalen Bildungszentren und berufsbildenden Schulen. Ab 16 Jahren kann man ein RBZ oder BBZ besuchen. Mike möchte gerne weiter zur Schule gehen und entscheidet sich nach seinem ESA, seinen MSA an einem BBZ zu machen. Dafür können Mikes Eltern ihn in der 9. Klasse für das BBZ oder RBZ anmelden. Die Anmeldung für das nächste Schuljahr geht immer bis Februar. Jugendliche, die 16 und 17 Jahre alt sind und noch keine Schule in Deutschland besucht haben, müssen eine DATS-Klasse im RBZ oder BBZ besuchen. Wie Amira. Amira ist erst mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen und hat noch keinen Schulabschluss. Im RBZ oder BBZ hat Amira die Möglichkeit, eine DATS-Klasse Deutsch zu lernen. DATS bedeutet Deutsch als Zweitsprache. Im RBZ oder BBZ kann Amira den ersten Schulabschluss machen, den mittleren Schulabschluss und Abitur. Der Unterricht findet vormittags statt und manchmal auch nachmittags. BBZs oder RBZs haben meistens auch verschiedene Bereiche, für das die Schülerinnen und Schüler sich entscheiden können. Zum Beispiel Technik, Gestaltung und Soziales. Hier können sich die Schüler und Schülerinnen ausprobieren und sehen, ob sie nach der Schule diesen Bereich im Beruf vertiefen wollen. Für mehr Infos frag einfach in der Schule in deiner Nähe nach.